schlagen den Bogen wieder zurück, zeitlich, aber auch inhaltlich zum Vortrag von Herrn Zainower. Und zwar hatte er ja schon angerissen den Umgang mit NS-Zeitungen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch ein Beispiel bekommen, wie eben mit diesen Zeitungen umgegangen wird. Diesmal haben wir einen Online-Beitragenden, Herrn Martin Munke, Referatsleiter Saxonia und stellvertretender Abteilungsleiter Handschriften, alte Drucke und Landeskunde der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Und ich hoffe, ja, hallo Herr Munke, schön Sie zu sehen. Hallo, guten Tag. Toll, dass das klappt. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und the floor is yours. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein, wenn es auch leider nur virtuell sein kann. Wir schlagen jetzt auch ja inhaltlich wieder auch die Brücke ins Virtuelle, ins Digitale. Ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen aus Sachsen zur Online-Veröffentlichung einer nationalsozialistischen Zeitung. Das Projekt ist unserer Ansicht nach für die Forschung auch besonders relevant, um den Wandel nachzuvollziehen, den Sachsen durchgemacht hat von einer Hochburg der Sozialdemokratie hin zu einem Mustergau der NS-Bewegung, also vom braunen zum roten Sachsen, vom roten zum braunen Sachsen sozusagen. Vielleicht auch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen ein wichtiger Aspekt eines reflektierten Umgangs mit der Vergangenheit, so eine Quelle zu kontextualisieren und online verfügbar zu machen. Es handelt sich um ein langfristiges Projekt zur Digitalisierung, Erschließung und Präsentation der NS-Tageszeitung Der Freiheitskampf. An diesem Projekt sind zwei Partner beteiligt, ein Forschungsinstitut, das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der Technischen Universität Dresden, das sich mit der systematischen Untersuchung des Nationalsozialismus und des Kommunismus sowie den Voraussetzungen und Folgen beider Herrschaftssysteme widmet, indem es interdisziplinäre Forschungsansätze verwendet, der Geschichts-, der Politik, der Kultur und auch der Sozialwissenschaften. Und das Hannah-Arendt-Institut hat sich in den letzten Jahren auch dahin bewegt, aktuelle Herausforderungen und Gefährdungen der Demokratie durch autokratische Regime, durch extremistische, rassistische und antisemitische Einstellungen zu untersuchen. Zweiter Projektpartner sind wir als SLUB, als Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek, eine Infrastruktureinrichtung und eine der größten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland, eben mit dieser dreifachen Rolle als Landes-, Staats- und Unibibliothek, wobei das Projekt zum Freiheitskampf hauptsächlich die ersten beiden Rollen betrifft. Ja, einige Worte zu diesem Quellenbestand. Sie sehen hier zwei Titelblätter. Auf der einen Seite eine Ausgabe von 1933, auf der anderen eine Ausgabe von 1945. Der Freiheitskampf war das amtliche Parteiorgan der NSDAP im Gau Sachsen. Und die Überlieferung dieser Zeitung, die nahezu lückenlos ist, ist ein gewisser Ersatz für die in Sachsen in besonders großem Umfang zerstörten behördlichen und Parteiquellen zur NS-Zeit. Einerseits wurden die bewusst zerstört, kurz vor Kriegsende, andererseits durch Kriegseinwirkungen. Die Zeitung ist hervorgegangen aus dem Sächsischen Beobachter und erschien nahezu täglich vom 1. August 1930 bis zum 8. Mai 1945. Ist damit wahrscheinlich die letzte NS-Zeitung, die in Deutschland noch erschienen ist, wobei die Ausgabe vom 8. Mai zwar noch gedruckt wurde, aber nicht mehr ausgeliefert wurde. Es gab verschiedene Regionalausgaben. Wir haben uns in der Digitalisierung, komme ich später dazu, hauptsächlich auf die Dresdner Ausgabe konzentriert. Die Zeitung hat eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Gerade am Anfang von 1930 bis 1933 war sie tatsächlich ein Kampfblatt mit einem sehr aggressiven Ton, einer sehr aggressiven Propaganda. Später, nach der Machtübernahme oder der Machtübertragung auf die Nationalsozialisten, ist sie dann auch das offizielle Mitteilungsblatt der sächsischen Behörden geworden, was dann auch mit einer gewissen Mäßigung einherging im Rhetorik und im Stil. Wir sehen auch an den Auflagenzahlen die Bedeutung und den Bedeutungszuwachs, den die Zeitung genommen hat. Von anfangs nur 5.000 gedruckten Ausgaben pro Tag bis später zu einer Auflage von über 200.000. Die Digitalisierung dieser Quelle ist eingebunden in unsere allgemeine Strategie als Bibliothek zur Retro-Digitalisierung wichtiger Quellen zur Regional- und Landesgeschichte. Also dies betrifft eben nicht nur diese Zeitung, sondern einen relativ breiten Zugang verfolgen wir da, um Regionalzeitungen im großen Umfang verfügbar zu machen. Die Digitalisierung des Freiheitskampfes ist auf Basis der Sicherheitsverfilmung aus den 1990er Jahren erfolgt, also vom Mikrofilm. Das waren Bestände der SLUB und des Stadtarchivs in Dresden, die da zusammengeführt wurden für die Sicherungsverfilmung.
Umgesetzt haben wir die Digitalisierung im Rahmen des seinerzeitigen DFG-Pilotprojektes zur Massendigitalisierung historischer Zeitungen, also jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das lief von 2012 bis 2015. Und hier haben wir uns hauptsächlich mit Tageszeitungen aus Dresden und Leipzig befasst. Im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur werden gerade weitere Regionalzeitungen aus Sachsen digitalisiert, laufend, wo auch dann die Fläche und der ländliche Raum stärker repräsentiert werden sollen. Also auch kleinere Zeitungen aus kleineren Ortschaften werden hier aktuell mitbearbeitet. Es liegen ca. 66.000 Blatt vor von dieser Zeitung als digitale Ausgabe. Ich hatte schon die verschiedenen Regionalausgaben angesprochen. Wir haben für die Digitalisierung und auf Basis der Verfilmung hauptsächlich die Dresdner Stadtausgabe verwendet. Teilweise gab es dort Lücken. Die wurden ergänzt durch andere Regionalausgaben aus dem Bestand des Staatsarchivs Freiberg und den Staatsbibliotheken in Berlin und München. Bisher handelt es sich dabei noch um reine Image-Digitalisate. Die nachträglich OCR läuft noch. Die wird in den nächsten Monaten dann abgeschlossen sein. Das ist sozusagen der Hauptpart, der SLUB bei diesem Projekt. Die Erschließung lief demgegenüber beim Hannah-Arendt-Institut. Sie sehen hier den Screenshot der Startseite der Datenbank zum Freiheitskampf, die auch frei zugänglich ist. Die Erschließung begann mit einer ersten Sondierungsphase 2009 und wurde dann vor allen Dingen von 2017 bis 2019 in einer forcierten Projektphase durchgeführt, die dann auch stärker vom Freistaat Sachsen noch gefördert wurde. Durchgeführt wurde die Erschließung durch wissenschaftliche Mitarbeiter und Hilfskräfte, die auch ja, Forschungsprojekte auf Basis dieser Datenbank und des Bestandes durchführen und da auch erste Artikel und Studien in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Die Erschließung erfolgt über die Erfassung von Metadaten zu den einzelnen Artikeln, über eine verbale Inhaltszusammenfassung. Es werden Entitäten wie Orte und Personen und Institutionen erfasst. Außerdem nehmen die Erschließer eine Kategorisierung nach einem dreistufigen Thesaurus vor. Dabei wird weitgehend verzichtet auf die Übernahme von NS-Jargon, dem Charakter als Forschungsdatenbank entsprechend, außer in direkten Zitaten. Sie haben dann entsprechend in dieser Datenbank verschiedene Recherchevarianten. Sie können nach Themen suchen, nach Stichworten und eben nach den Entitäten, die erschlossen worden sind. Die Datenbank ist seit Januar 2017 öffentlich zugänglich und aktuell sind dort die Jahrgänge 1930 bis 1937 erschlossen und erfasst und können entsprechend recherchiert werden. Und die Erschließung ist eben fortlaufend und soll bis 1945 noch durchgezogen werden. Damit, genau, komme ich zur Präsentation. Sie sehen hier einen Screenshot aus den digitalen Sammlungen der SLUB, in denen der Freiheitskampf seit einigen Tagen jetzt frei zugänglich ist. Hier das Beispiel ist die Ausgabe am 10. November 38, nach der Novemberpogrome. Wir stehen hier natürlich vor der Herausforderung der ethisch-moralischen Dimension, der urheberrechtlichen Situation auch sind skizziert worden, diese Fragen. Demgegenüber steht ein wissenschaftliches und gesellschaftliches Interesse an dieser Quelle, auch im Bereich der politischen Bildung. Sodass es bisher so war, dass wir den Zugang zu den Digitalisaten nur an Einzelarbeitsplätzen ermöglicht haben und jetzt eben dazu übergegangen sind, auch mit Blick auf die Entwicklungen in anderen Bibliotheken, diese Digitalisate frei zu präsentieren. Mit besonderen Nutzungshinweisen, einem Nutzungshinweis freier Zugang, Rechte vorbehalten und einem neuen Nutzungshinweis in unseren digitalen Sammlungen Dokumente der NS-Zeit. Der erste Hinweis verweist hauptsächlich auf die urheberrechtliche Situation. Also die vorbehaltenen Rechte sind nicht irgendwelche Rechte, die wir als SLUB da geltend machen würden, sondern die möglicherweise betroffenen Rechte anderer Rechteinhaber, weil eben ja viele Artikel namentlich gekennzeichnet sind und ungefähr ein Drittel nach einer Studie noch urheberrechtsbehaftet sein könnten. Deswegen dieser Hinweis. Und der zweite bezieht sich eben auf die sozial adäquate Nutzung zu Zwecken der Forschung, der Wissenschaft, der Lehre und so weiter. Das kennen Sie, Paragraph 86 Absatz 3 des Strafgesetzbuches. Die Kontextualisierung erfolgt über eben die Datenbank des Hannah-Arendt-Instituts. Außerdem haben wir uns im Regionalportal Saxorum ein Modul freigeschalten, wo die ja, Presse der Zeit kontextualisiert wird. Denn neben dem Freiheitskampf erschienen bis 1943 noch weitere Tageszeitungen in Dresden, die vor 1933 dem liberalen und konservativen Spektrum zuzuordnen waren und dann eben als gleichgeschaltete Zeitungen weiter existierten und natürlich im Ton teilweise anders agierten als der Freiheitskampf.
während die sozialdemokratischen und sozialistischen Zeitungen natürlich 1933 relativ schnell verboten wurden. Eine überregionale Recherche ist jetzt über das Zeitungsportal der DDB natürlich möglich, wo eben auch entsprechende Zeitungen, wir sehen ja gleich aus Hamburg dann ein Beispiel, aus anderen Bundesländern, aus anderen Ländern präsentiert werden. Der Freiheitskampf ist dort noch nicht enthalten, aber das sollte jetzt über das nächste Harvesting dann der DDB geschehen. Damit bin ich am Ende angekommen. Ich habe einige Literatur noch mitgebracht zum Projekt, sowohl von Seiten der SLUB als auch von Seiten des Hannah-Arendt-Instituts und gemeinsame Publikationen. Die Folien gibt es auf Zenodo, da können Sie gerne sich dann mal durchklicken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.